Hey Leute, ich bin Valentin von MP Garage und wir zeigen euch heute den C63 AMG. Wir haben hier noch das Modell W204 mit dem 6,3 Liter V8, 457 PS und 600 Newtonmeter. Von 0 auf 100 in 4,2 Sekunden, aber nur Hinterradantrieb. Das heißt, wir haben ultra oft Traktionsverlust. Zeige ich euch später. Motoren von AMG werden von einem Mechaniker von Grund auf jede Schraube, jedes Teil einzeln in Handarbeit zusammengesetzt. Wir haben hier oben auf dem Motorblock haben wir ein Schild, auf dem drauf steht, welcher Mechaniker diesen Motor gefertigt hat. In unserem Fall heißt er Thorsten Heuer. Vielen Dank, Thorsten Heuer. Wir hatten ultra viel Spaß gestern schon mit dem Wagen und werden auch noch mehr Spaß haben. Das wirklich Krasse ist, was hier rauskommt. Der Sound von dem AMG ist einfach unbeschreiblich. Wir haben wirklich Kraft durch Hubraum, der 6,3 Liter prügelt dieses Ding so in den Asphalt rein, dass die Reifen da wirklich kaum Chance haben, das aus dem Stillstand zu bewältigen. Und gestern auch, wir hatten sogar noch bei 90, 95 auf trockener Straße, bei knapp 20 Grad, Wheelspin. Und von dem her, AMG. Und wie der AMG klingt, zeige ich euch jetzt. Hört zu. Alter, was ein Biest! Was ein Biest! Okay, let's go! Wir fahren eine Runde. So, wir rollen jetzt hier gemütlich mit 20 und dann ziehen wir mal richtig drauf. Und das bei geschlossenen Fenstern, diesen Klang hier drin. Und ja, man kann es an meinem Grinsen schon erkennen, der AMG ist ein reines Spielzeug. Mit ökologischem Dasein und Effizienz hat es nichts mehr zu tun. Wir fahren hier bei weitaus über 20 Liter und er ist einfach nur da, um Spaß zu haben. Das Interessante dabei ist auch, wenn man ganz kurz in Neutral schaltet und einmal kurz das Gaspedal betätigt, man hat sofort alle Blicke auf sich gerichtet. Ich weiß auch nicht wieso. Vielleicht kann einer von euch mir das erklären, wieso. Das ist irgendwie. Thank you.
Anstoß kann man beim AMG nicht erwarten. Wenn man hier jetzt voll durchlatscht, dann gehen einem hinten die Räder durch, weil er die Kraft gar nicht auf die Straße bringt. Man spürt zwar, dass der Wagen nach vorn beschleunigt, aber man spürt auch, dass hinten die Räder einfach die ganze Zeit nach Traktion suchen. So, nochmal ganz kurz hier aus dem Rollen 20-30 km/h voll durch. Erstmal kurz Wheelspin, aber dieser Sound ist unbeschreiblich. Was ich an dem Wagen auch richtig geil finde, ist diese Sitze. Wir haben diese Vollschallensitze, wir haben hier an der Seite noch drei Knöpfe, um die Wangen einzustellen. Und man sitzt wirklich drin und kann sich kein Zentimeter mehr bewegen. Und es macht einfach ein sportliches Fahrgefühl aus. Ich habe ja eben gesagt, so etwas über 20 Liter werden wir fahren. Wir liegen jetzt bei 31,2 Liter auf 100 Kilometer. Wohlverstanden. Deswegen, ja. Sehr sparsames Fahrzeug, wirklich. Für 6,3 Liter Hubraum, wenn wir das runterrechnen auf die aktuellen 1,4 Liter und 1,2 Liter Motoren von VW. Wenn man das gegen den Hubraum rechnet, sind wir sehr sparsam unterwegs. Ja, da waren gerade die Kollegen in Blau-Weiß, deswegen immer sachte mit den Jungs, die sitzen am längeren Hebel. So Leute, das war's für heute mit dem C63 AMG.